wie gesagt, wir simulieren jetzt quasi einmal eine Verletzung in der Nähe des Handgelenkes, vielleicht einmal die Jacke ausziehen. Genau, wir reichen mal eben einen Stuhl nochmal hoch. Ich halte mal so lange, ich bin jetzt der erlebende Kleiderständer. Wie gesagt, einfach einmal auf den Stuhl hinsetzen. Wie gesagt, wir simulieren jetzt hier eine Handverletzung. Das kann durch eine Schärfe passiert sein, durch einen Sportunfall. Die Verletzung soll hier halt stark bluten. Klar ist jetzt, dass wir hier kein Blut haben, darum müssen wir uns das jetzt so ein bisschen vorstellen. Wichtig ist in solchen Fällen, wie gesagt, wir haben jetzt hier keinen Verbandkasten, wir haben so ein kleines Päckchen, das man halt Handschuhe vorher anzieht. Auch da ist es wieder mit der Hygiene, ich weiß halt nicht, was ist in dem Blut alles drin, ich kenne den Herrn vielleicht nicht. Und wie gesagt, dann, was man dann macht, ist erstmal die Handschuhe anziehen zum Beispiel. Solche Handschuhe hat man ja auch immer in seinem Geräte, also quasi in seinem Verbandskasten normalerweise drin. Übrigens bei der Gelegenheit, man sollte hin und wieder mal gucken, ist das alles noch nicht abgelaufen, ne? Richtig, also ein Verbandkasten kann ablaufen, komischerweise auch Pflaster, die laufen halt, die werden nicht schlecht, sondern die kleben halt irgendwann nicht mehr da. Das ist zum Beispiel auch bei den Sachen dann so, dass er da mal auch dann abgeguckt werden sollte. Jetzt wie gesagt, hier die starke Blutung im Handgelenk, was das Erste, was man halt macht, ist, die Hand hochhalten, desjenigen, weil dann das Herz gegen diese Erhöhung schlagen muss und das Blut halt weniger fließt. Was man dann früher gemacht hat, ist man diese quasi Verhungen-Methode ist halt abgibt. Was man heute macht, ist dieses Abdrücken im Oberarm. Da kriegt man quasi das blutführende Gefäß, sieht man hier in die Aorta und da kann man dann halt auch den Blutfluss quasi machen. Das heißt, nach außen der Abdruck direkt ist, direkt auf das blutführende Gefäß? Genau, richtig. Wie gesagt, Sie würden jetzt merken, dass der Puls halt quasi im Handgelenk um weniger wird. Es kommt immer noch Blut an, aber weniger. Und die Blutung wird natürlich dadurch auch schon weniger werden. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt bräuchten wir noch einen zweiten Helfer eigentlich. Die Dame? Also das wäre super, wenn Sie uns einmal helfen können. Wir haben auf der anderen Seite eine Treppe. Einmal, wenn Sie einmal hier oben kommen, ich komme hier bald gegen. Oh, das geht mir schneller. Genau, Sie dürfen jetzt quasi einmal den Arm hochhalten und abdrücken, genau. Wir stellen uns vor, die Dame hat jetzt auch Handschuhe an, das wäre natürlich das Bessere. Wie gesagt, die Frau Rosengarten wird jetzt hier den Verband drumwickeln, unseren Druckverband. Dazu nehmen wir halt erst eine Kompresse, die auf die Wunde direkt draufkommt, damit da halt erstmal keine weiteren Keime reinkommen. Wie gesagt, es gibt so eine Wickeltechnik, die das halt da rumwickelt, das Problem jetzt hier, um den Druckverband machen zu können, ist die Blutung halt sehr stark, dass kein Pflaster reichen würde. Und daher machen wir den Druckverband, brauchen dafür ein Druckpolster. Dann nehmen wir halt ein zweites Verbandpäckchen, was wir halt noch mitentwickeln, was den Druck auf die Wunde erhöht. Die Blutung würde dadurch dann auch geringer werden. Wie spürt man, wie fest man das Ganze in Druck wickeln muss? Also in dem Fall wickelt sie in so einer 8-Form. Also sie fängt immer hoch an, geht dann nach unten weiter und halt in 8-Form. Dass halt der Druck auf das Päckchen sehr stark ist. Und nachher am Ende wird man merken, wenn man das Päckchen so ein bisschen zieht, dass es halt sehr stramm ist. Und man sieht es auch in seinem Handgelenk gleich, in den Adern quasi in der Hand. Außenfläche, dass da halt die Blutgefäße besser zu sehen sind, dass halt das Verbandbäckchen auch sehr fest ist. Wenn jetzt einmal die beiden Hände vielleicht vorne nebeneinander hält, sieht man wie gesagt hier, dass da die Farbe der Hand noch ein bisschen heller wird, die ist auch sehr rot, da kommen auch gleich die Blutgefäße raus, dann sieht man, dass die Blutung wie gesagt geringer wird und wie gesagt der Blutverband seine Wirkung halt erzielt hat. Das war doch eine Notfall. Spüren Sie diesen Druck, Herr Schubert? Frage an Sie. Ich spüre den Druck. Tut es jetzt weh? Nein. Wenn ich auch noch was dazu sagen darf, ich habe jetzt sehr locker gemacht, trotzdem ist das schon ein Druck. Im Notfall sieht man natürlich ganz doll Spannung, dann würde man auch sofort sehen, dass sie halt auch schon anfängt, laut zu werden. Nur weil ich dann eine Opferdarstellung brauche, der jetzt nicht Feste machen, weil das geht dann auch nicht mehr weg. Frau Rosengart, Dankeschön. Der Schubert natürlich auch, der Dame auch vielen Dank, dass Sie uns hier geholfen haben. Ja, also wir haben jetzt wieder gelernt, es ist eigentlich nicht schwierig, es gehört aber immer so zum Mut dazu, Überwindung. Richtig, wie gesagt, die Passanten, wie gesagt, das kann jetzt hier jeden treffen, jeder kann hier umfahren, da wäre man froh, wenn jemand hilft. Die Leute haben halt immer diese innere Hürde, überhaupt jemandem Fremden zu helfen, man hat Angst, das falsch zu machen. Am Ende gibt es kein richtig und falsch, aber man macht überhaupt was. Wie gesagt, wie bei unserer Wiederbelebung, wenn man am Ende nur noch dieses Drücken kann, dieses 30 Mal Drücken, dann drückt man nur noch. Oder wenn man nur den Mundbruch absetzen möchte oder nur kann, dann macht man halt das besser, als daneben zu stehen, wie man es früher genannt hat, die Gaffer und halt nicht zu machen. Jetzt hat man ja gehört, dass es in der Vergangenheit manchmal ein bisschen anders war. Ich habe vor 30 Jahren gelernt, dass man nicht 30 Mal drücken sollte, heute soll man 30 Mal drücken. Warum wurde das geändert?
Ja, da gibt es halt diese Europäische Wiederbelebungskommission, die halt alle 5 Jahre um den Dreh die Wiederbelebung neu erfindet. In dem Fall hat man halt früher gemerkt, dass man früher halt 2-mal beatmet hat, 15-mal gedrückt. Man hat halt gemerkt, dass nach dem 14. Drücken eigentlich ist das gezielt worden ist, was ich will, also ein Kreislauf. Und daher hat man gesagt, das Drücken, also gesagt, das Herzanschen einzeln von außen ist wichtiger geworden, weil es sollte halt 30-mal drücken und 2-mal beatmen. Wie teuer sind diese Kurse, wenn ich die bei Ihnen mache? Okay, weitere Informationen am Stand des ASG. Nein, das ist sicherlich nicht der große Kostenfaktor, aber es lohnt sich, es ist immer eine Investition natürlich. Die Kosten laufen da zwischen 20 und 30 Euro, und je nachdem, ob man einen Erste-Hilfe-Kurs oder Lebensmittel-Sofortmaßnahmen braucht. Viele gibt es halt auch für Betriebe, die ihre Mitarbeiter schicken, damit das zum Beispiel dann von den Berufsgenossenschaften bezahlt. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist immer eine Investition in die Gesundheit und in die Zukunft und auf jeden Fall ins Leben, wie man sagen kann. Vielen Dank, ja, vielen Herr Rosenthal, Herr Bach. Danke Ihnen auch, vielen Dank. Und weiter Infos, wie gesagt, neben an, meine Damen und Herren, auch Dank für den Arbeiter zum Arbeiter am Samariterbund. Und ja, ich denke, das war doch sehr eindrucksvoll. Ja, bei uns geht's.